Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Total War Warhammer. Und ja, jetzt kommt die Schlacht um Kislev. Und ja, ich würde mal sagen, machen wir mal den nicen Fight. Und wie es aussieht, ist es ziemlich ausgeglichen. Die haben echt nice Leute. Aber ich denke mal, dass wir das irgendwie schaffen werden. Große Armee steuern. Das heißt, die Kontrolle möchte ich euch bis zu einmal aufs Schlachtfeld zu führen, ohne auf Verstärkung warten zu müssen. Ja, okay. Dann mache ich das. Wir haben Belagerungsausrüstung. Na ja, gut, dann machen wir Gefecht führen, dass das Ganze auch irgendwie machbar ist. So. Schwach gegen Rüstung, Giftattacken, gegen Infanterie, Gruft zu besitzen, kaum ein Bewusstsein. Sie können jedoch kämpfen und reißen mit ihren Krallen ihre Feinde in Stücke. Das klingt doch sehr, sehr gut. Ich werde so machen, diese Teile hier, unsere MVPs, werden das Tor stürmen, während die oben wieder ein bisschen Stress machen. Und die restliche Verstärkung wird dann natürlich stürmen. Und ja, dann geht's wieder mal. Ein ordentliches Gemetzel. So wie das aussieht, haben die auch Fernkampfinfanterie. Das heißt, das wird wieder besonders lustig. Und Artillerie und berittene Fernkampfeinheiten. Ach, das wird schon irgendwie schade, dass wir sowas nicht haben. Aber dafür haben wir halt so richtig OP-Einheiten. Ich werde mal gucken. Vielleicht spiele ich privat noch ein bisschen oder auch nicht. Ich denke aber eher erstmal nicht, da ich alles in dem Spiel im Let's Play herausfinden möchte. Und falls halt sich einer fragt, yo, ich möchte mir das Spiel auch holen, möchte aber vorher wissen, wie das so ist mit der Steuerung und so. Das wäre halt blöd, wenn die Leute wissen, also dann auf einmal habe ich das Wissen und die wissen gar nicht, woher habe ich das. So, Aufstellung starten. So. Schick dir mal so ein bisschen zur Seite. Dann machen wir hier Steuerung 1. Das ist unsere Haupttrupp. Der wird dann gleich direkt erstmal auf Angriff gehen. Die schicken wir noch mal ein bisschen nach hinten. Genauso wie die. Das können die erstmal fallen lassen. So. Dann hier so diese Kavallerie. Können wir auch erstmal hinten lassen. So, und der Held. Das ist dann 2. Und das sind hier unsere Riesenmistviecher. Und dann starten wir mal das Gefecht. Die kommt von da, ne? Aha, lassen wir erstmal die Verstärkung ankommen, oder? Ah, da kommt die Verstärkung. Okay, wir werden angegriffen, das heißt, erstmal ziehen wir die zurück, so ein bisschen. Wie mache ich nochmal? Ah, stimmt, so. Dann bleiben die nämlich in der Position. So, die dürfen hier oben wieder ein bisschen Stress. Oh mein Gott, sind das viele. So. Dann die dürfen hier mal eben Stress machen. So. Pausierung beenden. Das könnt ihr auch meinetwegen ein bisschen schneller machen. So, gucken wir mal, was daraus wird. Okay, wir verlieren wieder gut Einheiten. Nice. So. Oh je, da kommen hier immer mehr Einheiten.
Ach, wir sind schon durch, lol. Ja, okay. Oder? Sind wir durch? Nicht ganz, lol. Tore des Feindes wurden zerstört, okay. Nice. Unser Trupp muss sich unbedingt um die Artillerie kümmern. Die hören nicht, das finde ich immer blöd. Gucken. Ein bisschen vorrücken. Oh, da kommt schon die Kavallerie. Was? Der Sieg ist nah? Jetzt schon? Oh, das tut weh. Alter. Was ist das? Na, lass die ruhig mal alle rein. Hier, kämpft doch mal ruhig gegen die. Alter, was hier los, ey? Ist ja richtig heftig, was hier abgeht. Wie sieht's denn aus mit Truppen? Lol. Oh, sieht gut aus bis jetzt. Haben die Einheiten so schnell ausgewählt? Was?
Ja. Die rasieren wir ziemlich easy. Was ist das denn hier? Alter, als ob hier noch richtig viele Einheiten von uns drin sind. Ja, die können hier ruhig mal angreifen. Was die machen, ey. Ja, das ist klar, dass die verlieren. Und das ist Gruppe 2. Spiel die zu Gruppe 2 Formeln, warum geht das nicht? Dann eben Gruppe 3. Jetzt zu Gruppe 2, ja, das geht, okay. So, jetzt direkt hier weiter vorrücken. So, wir spielen jetzt mal einen Typen. Wir sind den hier mit der Mütze. Der hier sind wir. Oh ja, es macht so viel Spaß, bei der Artillerie zu sein. Können die mal kommen? Es macht so viel Spaß, bei der Artillerie zu sein. Endlich habe ich meinen Job gefunden, den ich unbedingt mal haben wollte. Noch nie war ich in meinem Leben so glücklich, den passenden Job gefunden zu haben. Ach Leute, das ist so schön. Endlich kann ich das machen, was ich machen möchte. Huch! Alter, wie sich zurückziehen. Richtige Pussys. Da können die nichts gegen machen. Puff. Puff. Oh ja. Was? Sieg? Geben die auf? Ja, okay. Gefecht beenden. Entscheidender Sieg. Alles klar. Ja, nice. Haben wir die auf jeden Fall ordentlich gerackt, würde ich mal sagen. Aber wenn wir mehr Verluste haben. Aber es ist halt klar, dass wir mehr Einheiten haben. Dafür aber schwächere Einheiten. Wobei ich diese Ghule hier, oder was das auch immer ist, was das für Missgestalten sind, weil ich die halt immer trotzdem immer noch am besten finde. Oh, kann man nichts ändern. Halten Sie Alt-Taste gedrückt um. Okay, alles klar. Knapper Sieg, okay. Siedlung besetzen. Okay. Gut. Dann fangen wir jetzt mal an, direkt die öffentliche Ordnung zu verbessern. Ist das für öffentliche Ordnung? Wachstum? Ja, können wir nicht verbessern. Okay, dann verbessern wir das erstmal ein bisschen. So, und holen uns eben diese Siedlung da. Ja, also hier.